Ah, danke. Wenigstens kann Lena das dann. Leon, ich habe übrigens die ganzen Tränke, die ich gefunden habe, die alles im Inventar gesteckt, ne? Na, danke. Komplett. Danke. Nehme ich die 5 auf Initiative und kann nicht mehr überrascht werden? Oder was nehme ich denn, ey? Würde mich auch gerne entscheiden können. Das ist ja mega doof, dass das halt für dich nicht gezählt hat. Die Holztruhe ist auch verschlossen, also muss sowieso Leon hier hin. Ich komm sofort, ich kann mich echt nicht entscheiden gerade. Also Schauspieler einmal ganz. Nee, nicht Schauspieler, Attributsverbesserung. 2 Attribute ist natürlich. Der Holzkoffer ist auch zugeschlossen. Okay, ich glaube, ich habe gerade gleich einiges zu tun, ja. Lena ist gleich einfach unser Alki. Hast du mal in den Metall geguckt, Lena? Nö. Nee. Das ist einfach extrem voll. Das stimmt mittlerweile. Oh, Lena ist so kurz am Level, aber bei Schattenherz genauso. Ich kann da nicht hinspringen. Warum kann ich da nicht hinspringen? Komm ich jetzt überhaupt hier zurück? Klar, wir müssen ja dann nur dafür hier runter. Nee, wie das von hier zu euch wieder kommen, weil es niedriger ist. Ach so. Nee, apparently nämlich nicht. Ich hatte gehofft, dass wenn ich irgendeinen von denen mal anklicke, dass ich die Quest auch noch beendet bekomme. Naja, dann ist die Quest halt für mich jetzt. Bin Arsch. Wie, ach, die mit der Kiste? Ja. Du hast die gar nicht abgeschlossen. Nein, ich habe die ganzen EP davon nicht gekriegt. Das ist krass. Sollen wir nochmal laden oder was? Haben wir irgendwann nach dem Fight? Nochmal. Keine Ahnung, ich breche jetzt meinen scheiß Stufenaufstieg ab. Haben wir nicht. Ich laufe jetzt zu euch, weil. Nee, wenn wir das vor dem ganzen Fight haben, dann nicht. Nur dann vor den Gnollen. Weil die Rolls waren schon lucky, dass wir das alles avoided haben. Ich weiß halt nicht, ob ich den Charakter mir klauen kann. Du kriegst meinen oder so, I don't know, so. Shit, nix. Aber ich kann jetzt deinen Charakter steuern. Ja, richtig. Und ich deinen. Na. Bringt nix. Nee, leider nicht. Weiß halt nicht, wenn du den jetzt. Blöd. Weiß halt nicht, wenn ich den jetzt releveln würde, weil beim Releveln kriegst du die ganze XP, die du bisher gesammelt hast, wieder. Oder müsstest du den halt nochmal leveln? Oder vielleicht kommt das dann, wenn wir alle leaven würden, Leon speichert und relog, dass es dann auf einen Stand gesetzt wird? Glaube ich nicht. Das war irgendwie ganz komisch. I mean, warum sollte es? Sonst nicht, keine Ahnung. Wenn du irgendwie einen Charakter aus Versehen vergessen hast. Du kannst auch diese Kiste nicht mehr anklicken, oder was? Habe ich. Ist nichts passiert. Ich habe ihn und die Kiste angeklickt. Und auch Flint mal, aber nö. Ja, was steht denn in deiner Quest da drinne? Ich hab den nicht. Weiß ich mal, wie die hieß. Oder wo die war. Die verschollene Lieferung war das. Nö, die hab ich gar nicht. Die auch nicht mal abgeschlossen? Nö. Ja, die ist abgeschlossen, genau. Ach doch, finde die verstohlene Lieferung. Ist abgeschlossen, aber ich habe die XP nicht bekommen dafür. Are you sure? Das ist ein Bug. Dir fehlen doch literally bloß 3 XP, oder nicht? Ja, aber Nolan, uns haben ja nicht viele gefehlt. Ja, aber Nolan und ich wurden in letzter Zeit ziemlich viel inspiriert. Hm. Ansonsten, nee, ich gebe dir mal kurz den Inhalt der Kiste. Hat auch nichts ausgelöst, ne? Die Eisenflasche habe ich dir jetzt gegeben. Nö. Dann nehme ich sie wieder weg. Dann wirst du die XP wahrscheinlich bekommen haben. Der
Naja, lass uns einfach weitermachen. Oh, ich kann die Flasche untersuchen. Ich kann die Flasche untersuchen. Ja, ja, ich guck zu. Genau. Ja? Ja. Eine 10. Naja, komm. Ja. Oh. Okay, lass mal gleich, glaube ich, noch jemand anders in eine Kunde würfeln. Erneut würfeln. Oder, ja, muss echt Inspiration dafür opfern? Ja. Die sind schon wichtig, die Inspirationspunkte, für später, I guess. Disguised among the decorative elements, you notice a familiar arcane engraving. This is a powerful magical item, capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. Aufmachen. Das war die Interaktion. Kann ich die aufmachen? Ich hoffe nicht. Vielleicht nicht jetzt. Ich kann sie nur wieder untersuchen, wenn ich wollen würde. Okay. Ja, behalten die mal. Wir suchen einfach NF auf und dann fragen wir nochmal ganz charmant, was jetzt neuerdings in meiner Flasche drin ist. Oh, was skill ich denn jetzt nun? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wie hast du eigentlich Heiltränke? Ich hab Heiltränke, ja. Okay. Dein Trefferpunkte-Maximum wird pro erreichter Stufe um 2 erhöht. Oh, ist auch cool. Du bist in einer dritten Fertigkeit deiner Wahl geübt. Oh. Du bist gut im Umgang mit Musikinstrumenten. Naja, ich nehme das, dass ich nicht mehr überrascht werden kann. Ich glaube, das ist echt gut, wachsam. Plus 5 Initiative, nicht mehr überrascht werden. Als Schurke, glaube ich, gar nicht so dumm. Ja. So. Was muss ich alles aufmachen? Ja. Da die Falle entschärfen und die Truhe aufmachen und die andere Truhe ist da hinten. Na, Lena, öfter hier? Nee, mein erstes Mal bei dir. Oh, Lena, ich bin gerne beim ersten Mal dabei. Griff der Vernunft. Was? Griff der Vernunft. Griff der Vernunft? Stete Wachsamkeit. Wenn der Träger seinen Kampfrausch beendet, erhält er 15 temporäre Trefferpunkte. Klingt für was für Lena, wa? Oh, ja, weil Kampfrauschen kann sonst keiner. Nur hab ich dir gegeben. So, die andere war wo? Sorry, ich hab den zweiten Ping da drüben. Ja. Warte. Das Ding. Da. Opala. Ach, da hinten. Ja. Entschuldigung, das war nicht mein. Ich weiß nicht, ob ich das getan habe. Was denn? Das heißt, dass ich meinen Kampfrausch dann aktiv beenden muss, nachdem ich ihn gezündet habe, um die HP zu bekommen. Ich habe hier wirklich einen kritischen Fehlstand. Wie kann ich denn ständig so fucking Zweien rollen? Und Einsen, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, was ist hier drin? Färbemittel, rosa und blattgrün. Nice. 3 Stück. Will das irgendwer haben? Warum war das zugeschlossen? Weil, keine Ahnung, Färbemittel wichtig? Ja, hier, Lena, bitteschön. Wofür sind die denn wichtig? Kann man damit Kleidung umfärben? Ja, ich glaube, Kleidung färben. Das ist genau. Ah! Ich komme hier nicht mehr rüber, Leute. Dasselbe Problem wie ich. Krass. Ich kam da auch nicht mehr weg.
Doch, von hier? Nee, auch nicht. Okay, cool. Ja, wo kommt ihr nicht mehr weg? Kannst du da hinspringen? Wohin? Da? Nee. Guess not. Nee. Was? Kommst du nicht mehr weg? Scheiße. Nee. Das hab ich gerade eben genauso bambuselt. Ich bin einfach zu schnell Reisepunkt, die Nähe wieder. So bin ich wieder zurückgekommen, Lena. Ah, okay. Ich wusste, dass du es fragen wolltest. Ich hab's ja nicht erwähnt dabei oder so, dass ich wieder laufen muss oder so. Lass uns einfach hier auf. Oh, ich hab was gefunden, was entdeckt. Symbol im Blut? In welchem Blut denn? Oh. Aber ich kann es nicht anklicken, ich hab's einfach nur kommentiert. Das ist die dunkle Bruderschaft aus Skyrim. Oh. Ich glaube gerade in die falsche Richtung, oder? Halb. Jein. Kommt man bestimmt auch hoch. Na ja. Ja, gut, wir wollen ja eh jetzt in die Richtung als nächstes, oder? Ich würde sagen, das, was ich. Ach, ihr seid da oben. Oh, schon wieder so eine Hand. Jo. Ah, da kann ich auch hier lang gehen, ne? Jo. Oh, da sind sie gegen. Achtung, Lena, stopp. Wir jetzt vorher nochmal voll heilen oder so ein Scheiß. Ach, und ich wollte vor allem von Shadowheart die Zauber anpassen. Noch viel wichtiger ist, ja, ich habe diese komische Made immer noch. Ja, die Quest dafür ist halt nur du. Ja, das ist tatsächlich eine Personal Quest. Von dem Charakter, I guess. Soll ich trotzdem einmal rasten kurz? Ich dachte, darauf warten wir. Ich weiß nicht, und Lena passt noch irgendwas an, ne? Ja. Oder rast dich einmal kurz. So. Ich könnte auch einmal speichern und diese Made essen. Ich meine, was sagt dann die Quest? Private Quest. Erkunde die Kräfte, die dein Parasit dir gibt. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Okay. Er möchte nicht gegessen werden. Ja, die Quest war ja einfach. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you. Also ich meine, ihr seht doch, ihr habt den Text gar nicht gesehen, ne? Ich habe ihn aber gehört. Ich habe ihn gehört und gesehen. Okay. Let's see what you're. Nun gut, dann müssen wir rausfinden, was Schön machen kann. Schön. Ja. Habe ich da irgendwo einen Questmarker dafür? Kloppen wir uns jetzt um die Knolle. Die haben übrigens irgendwas gefressen, weil wir jetzt lange gedauert haben, haben die das Fressen sogar aufgehört. Oh. Das heißt, wir hätten sogar das, was die da gefressen haben, haben können? I guess? I don't know. Nicht? Aber wir könnten hier den von oben auf jeden Fall eine erhöhte Position uns verschaffen. Können wir hier? Also gerade die halt brauchen, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Dann kann ich da einmal rumschießen und dann schieße ich halt heute. Um Bock aufs Maul zu kriegen. Hier in den Busch dürfen die mich eh nicht sehen. Warte dann. Darf ich eröffnen? Lena hat anscheinend eröffnet. Doch, Lena hat eröffnet. Die sind hier gerade mir ins. Ich bin denen ins Sichtfeld gelaufen, I guess. Nein, da müsste ich One-Shot und Federation treffe. Oh, Fehlschlag. 98% Fehlschlag. Geil. Ich liebe dieses Spiel. So, wer von denen ist der stärkste? Ich liebe dieses fucking Spiel, ey. Der auf euch zugerannt ist mit 22. Die anderen haben halt nur 20. Jo. Bis zu 3 Kreaturen, oh lol. Ja. Oh, da hinten ist eine Tür. Tür. Ja, da. Tor. Da. Ja, da. Da hinten? Meinst du hier? Ja, ich meine genau da. Die da zufällig, ne? Dieses Holz. Ja, genau. Die da. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, du meinst die ist für.
Warum krieg ich eigentlich schwer auf die Fresse, Mann? Was soll denn das? Jetzt stehen die da alle an dem Baum da und schießen. Das sieht schon geil aus. Oh, oh. Jetzt bin ich seelenlos. Na ja, schade. Seelenlos macht Penis groß. Wie bitte, was? Weiß ich nicht. What the fuck? Okay, die Kameraführung war jetzt sehr merkwürdig gerade. Also war sehr krass, also einfach durch den Nether geschleudert hier. Rücksichtsloser Angriff. Du hast keine Rücksicht auf ihn genommen. No. Hab ich nicht. Fand er auch nicht so geil, deswegen ignoriert er dich direkt. Okay. Warum? Warum? Warum kuscheln die denn so hart mit dem Felsen da unten? Stufenaufstieg. Ja. Ach, bring so eine Bonusaktion. Warum geht das denn nicht? Bringen wir auch mindestens 3 Meter Bewegung. Ja. Oh. Das Falken ist scheiße. Was ich mich frage, wenn man den Handel mit dem Raphael gemacht hat, dem Teufel, hätte dann der Seelenlustzauber überhaupt eine Wirkung auf einen? Keine Ahnung. Okay. Trennt er wieder zu euch. Ich glaube, die kommen da tatsächlich nicht hoch. Ja, das ist mir bewusst. Ist ja auch besser so. Glaubt ihr, das Trade mit dem 50% weiterspringen, das muss ich auch noch nehmen, damit ich einfach irgendwie hinter die Gegner springen kann? Vielleicht hätte ich das zuerst. Ich hab das nicht. Was hast du nicht? Hey, du hast doch Athletik, oder nicht? Ach so. Athletik ist das, dass du 50% weiterspringen kannst. Ich hab jetzt, dadurch, dass ich das Wildheart genommen habe, ich habe das Tigerherz, dadurch kann ich in... Okay, chill mal ein bisschen. Kann ich in Rage weiterspringen? Hm, ja. Boah, ich ende, wenn ich da runterspringe, in liegend, ne? Dann spring halt nicht runter. Ich würde hier halt gerne angreifen, Mann. Mit meinen Dolchen. Angreifen, Mann. Kannst du nicht irgendwie hoch? Dort oder so hinspringen? Da bricht er sich schon locker die Beine. Alles liegend. Du landest alles mit liegend. Oh. Du hast ja schon, dass du weniger Fallschaden beim Springen bekommst. Ich probier's jetzt einfach, was liegend macht. Ich will's wissen. Nichts, du hast geschafft. Ist ja nur eine Chance tatsächlich, dass du da hinfällst. Ja. Vor allem, Leon, darf ich spoilern? Was liegend bedeutet? Nee, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, du liegst dann. What? Oh. Oh, konnte er denn dreimal angreifen? Wegen seiner Raserei. Weil der Mehrfachschlag. War eine richtig gute Idee, hier runterzuspringen, ey. Ja, ich verstehe auch nicht, warum du runtergesprungen bist. Aber weil gut. Ich mit meinen Dolchen mal angreifen möchte, anstatt mit dem Bogen ständig. Ich möchte einmal Schurkensachen machen. Ey, was ist mit der Kamera los, wenn Nolan da oben angreift? So, ich geb dir Beistand. Von cool. Was ich jetzt laufen kann, ich hab hier unten gestartet. Ich wollte auch erst dieses Trade nehmen, dass ich 3 Meter mehr laufen kann pro Runde, dann kann ich ja irgendwie 12 Ritte gehen. 12 Meter. 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 Oh, da ist ein Brief. Oha, ein Liebesbrief. Offener Brief zur Unterdrückung und Pfauen. Was? Dieser Brief ist in einer zornig geschwungenen Handschrift verfasst. Er ist ein Leserbrief an den Herausgeber von Baldurs Bild. Wer quatscht denn da eigentlich gerade?
Eine für ihre kontroversen Artikel bekannte Boulevardzeitung. Werte Herausgeber, ich halte es für verabscheuungswürdig, nein, für diabolisch, dass ihr die lächerlichen Vorschriften zur Tierhaltung im Baldur's Tor verteidigt. Kein Tier, das größer als ein V ist, darf in die Stadt. Wie Aschach. Meine liebste Djell ist der wohlerzogenste Bär, den ihr je begegnen werdet. Doch um Zeit mit meinem Kind zu verbringen, muss ich zu meinem Sommerhaus in Kormö reisen. Ich fordere das Parlament auf, diesen Missstand zu beheben. Unverzüglich. Das emotionale und psychologische Wohlergehen der Bürger von Baldur's Tor steht auf dem Spiel. Und ich werde diese Angelegenheit bis zu den höchsten Autoritäten ziehen, sollte sie nicht behoben werden. Just in diesem Augenblick schreit Giselle nach ihrem Vater. Diese archaische Vorschrift trennt Kinder von ihren Eltern. Ich weiß nicht, wie Großherzog Ulder Gravengard nachts schlafen kann. Hochachtungsvoll, M. Steif. Nice. M. Steif. Ja. Wir probieren so ein NF. Den der macht bestimmt gerade ihr Level ab, oder? Ja. Gut, dann gehe ich kurz in die Küche und mache mir ein Brot, weil ich habe Hunger. Bin gleich wieder da. Okay. Hallo. Hallo. Mit Lina, mit wem hast du angefangen zu leveln? Mit mir. Ah, weil... Dauert also noch 10 Minuten. Ich wollte gerade sagen, weil beide den Pfeil noch haben. Ich wollte nur mal wissen. Oh, was machen wir jetzt schon? Ich beiß jetzt in mein Brot rein. Schubsen! Ach, jetzt hör doch auf. Guck mal, da vorne ist eine Schubskarre. Alter. Aber weißt du, hier hinten ist eine Tür. Ja. Komm, geh mal mit deiner Kamera über, also in die Nähe davon. Von der Tür. Mhm. Ja. Ist ein bisschen lauter. Schreien ein bisschen rum da. Bei mir gar nicht. Ich? Mhm. Wir kommen mit der Kamera drüber mit so richtigen Geräuschen so. Was ist da eigentlich? Da haben wir gar keine Quest, gell? Nee. Nee, tatsächlich nicht, ne? Sollen wir uns das dann vielleicht noch aufsparen? Macht mir echt egal. Könnten mal zurückgehen und die eine noch abgeben oder wir gehen erstmal zu Big Goblins. Das ist ja dann wahrscheinlich hier in dem Dorf da, ne? Hier links vom Dorf, die mit also der Goblin-Priesterin und ja, die ja. Und Halsen. Es wird wohl im zerstörten Dorf links davon sein. Ne? Ja. Also wahrscheinlich da mit drin. Ne? Oder wir gehen vom zerstörten Dorf erst runter zu Tantchen Ethel. Das können wir eigentlich einfach mal machen. Ja. Dann können wir ja schon mal zum Dorf da runter, wa? Ja. Ja, wo läuft mein Charakter denn jetzt hin? Hallo, hör mal auf zu laufen. Ich würde gerne wieder... Dass man sich selber nicht heilen kann, ne? Mal so outfight. Ich habe dir ziemlich nicht viele... Über die Winde. Wie viele Tränke gegeben? Ja, aber ich will jetzt nicht Heiltränke trinken, das ist so ein geil, geht nicht mehr irgendwie, bin ich doof. Du meinst du mit dem Schlafsack bei der Divinity? Ja, das war schon echt cool. Den ein bisschen sehr, sehr abusive benutzt haben irgendwann. Ja, maybe. Was ist eine Suspension? Eine Mischung aus fest und flüssig. Ich hätte gesagt, ihr dürft einfach nicht mehr zur Schule gehen. Achso, ich brauche einfach irgendeine Suspension von irgendeiner Pflanze dafür. Warum willst du Pflanzen ausschließen? Weiß ich, weil ich jetzt kann ich mir die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe, kann ich einen scheiß Heiltrank herrschen. Wow. Brauchst du Zutaten? Ich habe jetzt einen Heiltrank hergestellt. Wollte mal gucken, wie das funktioniert. Genau.
Krass. Und mit Zutaten kann ich auch zurückschmeißen. Ich habe einige. Aber man braucht tatsächlich, bei einer so einer Suspension braucht man drei Kräuter seiner Wahl. Mhm. Dann brauchst du noch so eine Salzmischung. Also jetzt für den kleinen Heiltrank brauchst du Schurkenmorchel, also drei Schurken. Du brauchst sechs Pflanzen für einen kleinen Heiltrank. Mhm. Du hast ganz viele neue Rezepte freigeschaltet, lustig. Ja, wir kugeln uns vor Lachen. So, man hat zu bestörten Dorf und dann zu Tantchen Esel. Können wir machen. Und wir vorher. Was vorher? Eine kurze Rast machen. Da Leon und ich fast tot sind. Wir noch eine? Ja, müssen wir eine große machen. Ja, stimmt. Wir haben keine mehr. Lange. Nee, wir haben keine mehr. Das ist schon wieder leer. Gar nichts mehr. Das haben wir noch. Vielleicht klappt es ja auch inzwischen mal mit Will zu reden. Glaube ich mit nicht. Sicherheit. Der Will nicht mit uns reden. Kannst es ja nochmal versuchen, wenn du willst. Was tust du da, Leon, für einen Tanz? Das sagst du. Hab ich. Was ist das hier? Oh, lol. Ja, gleich hat Lena irgendwann im Bauch steckt. Ich seh's kommen. Nein! Ich wusste es. Ich hab's beschrieben. Nein, nicht hauen. Ich bin tot. Und mich irgendwas mit einer Zweihand-Dings. Ich wollte dich nicht. Ich wollte gucken, was. Aber wenn man Steuerung drückt, dann greift er automatisch an. Also es ist so quick attack. Möchtet ihr wissen, wer von euch beiden willensstarker ist? Willensstarker? Was ist das? Der willensstärkste bei uns? Wie ich meine beiden eher bezaubern kann. Achso, ja. Gut, ich glaube, ich bin nicht so willensstark. Bei dem steht doch im Zauber mit dabei, was für Rettungswurf dagegen gemacht werden muss. Also bei Lena habe ich 55%ige Chance und bei Leon nur 30. Ja, ich habe viel Will. Weisheit ist das, oder? Ich habe viel Will. Ist das Weisheit, was dagegen hilft? Ab 13 Weisheit habe ich halt. Das, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist das... Oder ist das Int wegen Arcane Kunde? I don't know. Also ich würfel das auf Charisma. Aber was? Du musst dir doch nur den Zauber durchlesen, dann müsstest du doch stehen, das Zauber muss einen, was auch immer, Rettungswurf bestehen, ansonsten ist es verzaubert. Okay. Gegner sind bei Rettungswürfen geben gezaubert im Vorteil. Das ist alles. Selbst bei T. Das ist, im Skill steht das drinnen, ne? Ja. Das ist das, oder? Also nein, da steht, ist es da, diese Zeichen sind das, oder? Charisma? Also, bei Feenfeuer ist gegen Charisma. Huh. Glaube ich. Die Zeichen, die unter dem Spell stehen. Er hat 18 Meter Reichweite. Mhm. Dieses komische Schild ist, was ist das? GES? Spielstand? Was ist denn Geschicklichkeitsspielstand? Bei mir steht WEI Spielstand, also Weisheit. Aber was ist denn Spielstand? Also, wie haben die das denn wieder übersetzt? Was soll denn Spielstand sein? Was? Keine Ahnung. Ist das, also ist es ein Geschicklichkeitsspell oder ein Charisma-Spielstand? Weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube auch, dass bei meinem Knaufschlag müssen die einen Konstitutionsrettungswurf machen und nicht einen Con-Spielstand. Da müssen die erstmal die alte Memory-Card auspacken. Du musst nur vorweisen, dass sie einen Spielstand haben, sonst geht das nicht. Halt, stopp, kurz aufstehen, kurz aufstehen lassen. Ich muss so in die Memory-Card reinpusten, der will gerade nicht. Willst du jetzt mal mit mir reden hier? Komm in meine Gruppe. Well, ich glaub, der ist einfach verpackt, der Dude. Make some room and I'm all yours. Oh! Ich wollte gerade sagen, pack den mal mit rein, vielleicht klappt's ja dann. Oh ja, das ist eine gute Idee, lass mal. Ja, dann gehe ich gerade zu Shadowheart und sag ihr, dass sie hier bleiben soll. Verbiss dich. Wir sollten getrennte Wege gehen. Ja, ich bin mir sicher. Fein. Was tust du? Der kann jetzt in unsere Gruppe. Leon baut erstmal um. Ich komm in meine Gruppe. That's the spirit. Oh, er hat jetzt Level abbekommen. Er ist Level 4. Nice.
Und wieder Aufrufezeichen. Well met. Ich schreibe halt. Dann lass uns mal rasten, vielleicht ist danach. Ja, klar, Lena. Mhm. Lass uns mal auf dem Kopf stehen mit dem Arsch wackeln, vielleicht klappt's dann. Ja. Just when things were warm. Was hast du denn ja wieder hier gelassen? Ja, warum soll ich denn mitnehmen zum Schlafen? Ich hab gesagt, lass mal rasten, ja. Was soll ich zum Schlafen noch mitnehmen? Ja. Okay. Aber das macht doch keinen Unterschied, der kann dann auch in meine Gruppe kommen. Oh, jetzt vielleicht hat er wieder 161 EP gekriegt. Also, geh ja schlafen hier. Also, erst ein Gruppenmitglied ist im Gespräch. Darling, I thought you'd never ask. I'll see you. Ich bin sofort fertig, Entschuldigung. Ich bin fertig. Hm? Konzentration verloren. Okay, jetzt komm, Will. Eh nicht. Well, nein. Tja. Ja, der scheint verbuggt zu sein, ja. Was gibt's denn heute? Soll ich jetzt einfach wieder Auto-Auswählen machen? Weil wir haben's ja erstmal gefixt mit dem Gewicht. Ja, mach einfach Auto-Auswählen erstmal. Okay, es gibt getrocknete Schweinewurst. Getrockneten no, Wurstring. Getrocknete Schweinewurst. Also Wurst, Knoblauch. Esmeltarot. Getrockneten Wurstring. Eine Karotte. Ein halb gegessenen Apfel. Ein Stück Käse aus Tiefwasser. Getrocknete Schweinewurst, scharfe Würstchen und eine Orange. Wem gehört der Teddybär eigentlich? Ist das von Karlach? Wäre cute. Ja, der ist von Karlach. Cute. Karlach ist echt niedlich. Ich hätte sie wirklich spielen sollen. Ja, ich hätte tatsächlich auch gerne Asterion gespielt, weil der echt ziemlich stark ist als Schurke. Der hat ja noch seine Vampirfähigkeiten. Ja, aber ich hätte euch gerne nicht miteinander romancen sehen. Ach so. Hätte ich mir halt Gale genommen. Na wohl. Weißt du, es gibt ja noch welche. Ich meine, es müssen ja nicht die Origin-Charaktere sein. Du kannst dich auch von Halsin als Bär richtig durchnehmen lassen. Nee, das wird nicht passieren. Ich bin nicht so into Furries, sorry. Ja, ansonsten musst du ja nicht so kinky sein und ihm auch sagen, dass ohne besser ist. Ey, Will ist verschwunden. Oh, Leon, das sagt einiges über dich aus. Du hast das Lager verlassen. Naja, dann mach ihn mal weg, dann nehme ich halt wieder Schiff. Er ist bereits weg. Leon baut einfach den einzig Dunkelhäutigen im Team zu. Oh. Weiß ich ja nicht. Er will ja nicht mit uns reden. Ja doch, irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Einfach mal das Maul aufmachen, Will. Okay, dann raus hier, I guess. Okay. Achso, du kannst ja direkt zum Dogobl. Gob, gob, go, 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 go. Der schreibt es auch. Go, 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 go. Müssen wir den jetzt noch aufs Maul hauen? Ich meine, die Goblins sind ja an sich ziemlich... Die Quests haben wir halt noch und ich glaube, wir kriegen auch sonst nicht Hals dann wieder. Ja, wir können auch nicht allen aufs Maul. Wir können euch die Druiden kaputt machen, wir können euch die Goblins kaputt machen. Irgendwie müssen wir uns ja anschließen, oder? Aber gucken, also Hals dann würde ich gerne da raus. Ich schließe mich mir selber an. Mal gucken, wen es hier braucht. Aber wir wollten noch erstmal zum Tantchen. Wir wollten erst zum Tantchen gehen. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Tantchen. Wo ist ein Tantchen? In welche Richtung? Süden.